Der 49. internationale Oldtimer-Fahrzeug- und Teilemarkt in Garsten, organisiert vom MSC Obmann Hugo Brandstätter und seinem Team, ist für viele Oldtimer-Fans auch heuer wieder ein Fixtermin. Aus fast halb Europa pilgern die Oldtimer-Liebhaber nach Garsten, um sich diese Spektakel nicht entgehen zu lassen. Man kann wirklich sagen, es sind Fans, die nach Garsten kommen, immer dann, wenn der Oldtimer-Teile-Flohmarkt hier stattfindet. Es ist ein Ritual für viele, einfach durchzuschauen, zu sehen, welche Fahrzeuge gibt es hier, welche Teile für Fahrzeuge, Mopeds, Motorräder und so weiter sind hier noch vorhanden. Es ist ja auch so, dass viele Gäste aus dem Ausland kommen, die hier dann auch ausstellen und ihre Teile auch verkaufen wollen. Und es ist immer ein internationales Treffen. Und so ist Garsten heute der Mittelpunkt für alle Fans von Oldtimern und natürlich ihren Teilen, die dazugehören, um die Fahrzeuge wieder komplett zu machen. Tausende Besucher und einige hundert Anbieter aus aller Herren Länder tummelten sich am Veranstaltungsgelände am großen Areal des Sportzentrums Garsten. Für den MST-Obmann Hugo Brandstätter ist somit auch der 49. internationale Oldtimer-Fahrzeug- und Teilemarkt wieder ein voller Erfolg. Das ist ein wahnsinniger Erfolg, ja. Es sind Leute da, es gibt keine Besucherparkplätze mehr. Die Ausstellerparkplätze sind voll. Wir sind schon wieder heimgefahren, weil sie keinen Platz gefunden haben. Nicht? Der ist bekannt worden in ganz Österreich und im angrenzenden Ausland. Wenn man auf die Parkplätze die Nummern anschaut, alle Gegenden kommen die her. Ne? Und wir machen das eigentlich als den Zweck, dass man ein rollendes Kulturgut, das ist ein Fahrzeug, heute ob Auto oder Motorrad, erhält für die Nachwelt. Ne? Der MST-Obmann Hugo Brandstätter hat sich mit vielen seiner Veranstaltungen einen hohen Status bei seinen Fans, aber auch bei der regionalen Polizszene geschaffen. Es ist beeindruckend, dass mit dem Obmann des MSC Steyr ein Mann an der Spitze steht, der das viele Jahre macht, der das mit totaler Begeisterung macht. Der junge Mann ist 80 Jahre und älter. So gesehen ist es natürlich schon eine außergewöhnliche Leistung, dieses hier zu vollbringen. Und wir freuen uns natürlich jetzt ganz besonders auf den 50., der im Herbst stattfinden wird, im Oktober. Es ist sicher dann ganz was Besonderes und ich denke, es ist auch wirklich ein Lebenswerk, das hier zu schätzen gilt. Ja, es ist an sich richtig, was hier Hugo Brandstätter zustande bringt. Jetzt schon 49 Jahre, muss man wirklich sagen, schon 49 Mal jetzt. Ist wirklich ganz großartig und ich bin an sich auch vom Grund auf ein Techniker und man muss wirklich sagen, es macht einen Freude, wenn man so durch den Markt geht und schaut, wie hier altes Kulturgut und schlussendlich ist es gerade im Raum Steyr, die Motoren, die Maschinen, die Motorräder, die Autos, das gehört einfach zusammen. Nicht? Und Hugo Brandstätter schaut eben darauf, dass das wirklich erhalten bleibt. Und wenn man dann durch die Leute schaut, wie viele Junge auch dabei sind, die sich dafür interessieren und eben zu Hause dann wieder alte Fahrzeuge reparieren, restaurieren, herstellen, zusammenstellen, ganz großartig und man muss ihm wirklich herzlichen Dank aussprechen. Ja, der Hugo Brandstätter ist ja seit Jahrzehnten eigentlich das Idealbild vieler Oldtimer-Freunde. Ich selbst bin ja seit Jahrzehnten auch im Verein tätig und der Hugo Brandstätter genießt ja allgemeine Anerkennung. Aber vor allen Dingen auch sein Team. Er alleine kann natürlich diese Veranstaltungen nicht organisieren, sondern sein Team hilft sehr wesentlich mit.